Und das Wichtigste ist, dass ihr euch an eure eigenen Grundregeln haltet. Für mich beispielsweise die allergrößte Regel, das Allerwichtigste in meinem Leben für mich ist Loyalität. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin. Heute ist Dienstag. Eigentlich kommen Dienstag keine Videos. Warum werde ich jetzt meinen Uploadplan ein bisschen unterscheiden bzw. ein bisschen verschieben? Ganz einfach, ich habe gesagt, ich mache 3 Videos die Woche. Ich habe mir selbst die Versprechung gegeben. Ich habe das jetzt für 1,5 Monate durchgezogen und mir ist aufgefallen, ich kann es durchziehen, allerdings habe ich gar nicht so viele Themen, beziehungsweise werden die Themen immer schwächer, wenn ich jetzt weitermachen würde, mich jede Woche zu zwingen, beispielsweise über Finanzen zu reden. Ich könnte über tausende Sachen reden, gar kein Problem. Ich kenne mich einigermaßen mit Trading, mit Forex Trading aus, ich kenne mich mit Cryptocurrency aus, ich kenne mich mit Anlagen etc. aus. Weiß Gott, niemand will auf gar keinen Fall perfekt, aber ich könnte natürlich über tausende Dinge reden, aber wenn ich da nicht voll motiviert bin, beziehungsweise wenn ich mich nicht so weit in der Materie auskenne, dass ich dazu etwas euch lehren möchte, dann werde ich es auch nicht tun und ich könnte mich jetzt zwingen, jede Woche 3 Videos rauszubringen, vor allem themenbezogene, aber das werde ich nicht machen. Ich werde weiter über Persönlichkeitsentwicklung viel und viel über Fitness und Ernährung sprechen. Thema Finanzen werde ich aber nicht so groß ansprechen. Das entwickelt sich vielleicht noch in der Zukunft, aber heute soll es sowieso nicht um das Thema Finanzen gehen, sondern um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und heute ein extrem wichtiges Thema, und zwar ein wichtiges Thema, um unsere Ziele zu erreichen. Wir alle haben so Ziele in unserem Leben, wie beispielsweise, oh, das wäre cool, wenn ich einen M4 fahren würde, ist einer meiner Träume oder einer meiner Punkte, wo ich richtig Bock drauf hätte. Oder mein Ziel wäre es, ein dickes Haus zu haben, finanziell frei zu sein, eine tolle Frau zu haben und einen heftigen Körper zu haben. Es gibt natürlich tausende Ziele, die wir haben und die schwirren so in unserem Kopf und wir denken immer so, ja, wir machen jetzt das und das, das bringt mich näher zu dem Ziel, wir machen das und das, das bringt mich mehr zu dem Ziel. Und so splitten wir uns in tausend verschiedene Richtungen und konzentrieren uns gar nicht auf die wirklich wichtigen Dinge, beziehungsweise dass die Dinge alle bündelt. Ich kann mir ein dickes Auto wünschen, ich kann mir ein dickes Haus wünschen, ich kann mir eine dicke Frau wünschen, ein Spaß. Ich kann mir ein dickes Haus, ein dickes Auto, was weiß ich, einen dicken PC, was auch immer die Leute für Wünsche haben. Ich kann mir alles wünschen, beispielsweise was materiellen Wert hat. Aber es bringt mir nichts, wenn ich kein Geld mache. Das heißt, mein Fokus soll doch eher darauf liegen, viel Geld zu verdienen. Und da ist es ganz wichtig, und das machen die wenigsten, das weiß ich auch, und zwar sich ein festes Warum zu setzen. Warum möchte ich Ziele erreichen? Und später kann ich dann auch noch mir einen Plan erstellen, zu wann ich welche Ziele erreichen will. Das ist ein anderes Thema, das werde ich im nächsten Video ansprechen. Aber jetzt erstmal ein Warum finden. Warum möchte ich ein dickes Auto haben? Warum möchte ich mein Leben so leben, wie ich es leben möchte? Wo sehe ich mich? Wie möchte ich mich sehen? Warum möchte ich mich so sehen? Und wie gesagt, da gehen in unserem Kopf tausend kleine Sachen vor sich, für die wir uns interessieren, die wir uns wünschen. Und das sollte man eigentlich sich einmal aufschreiben, um das selber zu visualisieren. Weil wenn man aufschreibt, dann geht einem das nochmal durch den Kopf. Ihr kennt das vielleicht. Ich kann mir 2 Stunden lang Vokabeln angucken. Ich werde sie aber niemals so gut lernen, wie wenn ich eine halbe Stunde lang diese Vokabeln immer wieder aufschreiben würde. Und natürlich sollt ihr euer eigenes Warum nicht alle 2 Tage neu aufschreiben, sondern ihr sollt das finden, was euch eurer jetzigen Meinung nach, was euer Ziel ist. Und euer Ziel kann auch noch im Laufe des Lebens, können natürlich auch noch Wege davon abweichen. Dieses Warum wird jetzt nicht festgebündelt sein, wie es in 10 Jahren aussieht. Aber dieses Warum ist ein Leitfaden und ein Self-Commitment, damit man weiß, wofür man arbeitet. Warum? Warum möchte ich das erreichen? Warum tue ich mir jetzt das an? Warum setze ich mich jetzt so einen Stress aus? Warum arbeite ich jetzt so viel? Um mein Warum zu erreichen. Und da ist es am schlausten, sich ein, wenn nicht sogar 2 Seiten aufzuschreiben. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, ich schreibe jetzt nicht stumpf 2 Seiten auf. Eigentlich sollte man das so machen, so wird zumindest empfohlen. Was ich allerdings empfehlen kann, tut mir leid, ich habe gerade die Haare gewaschen, die sind noch ein bisschen nass, deswegen wuschel ich die ganze Zeit drin rum. Was ich empfehlen kann, ist abends sich einfach mal ins Bett zu legen. Und das ist super, auch gerade wenn man nicht einschlafen kann und über irgendwelche unnötigen Themen nachdenkt, womit man sich den Tag befasst hat. Einfach mal abends im Bett drüber nachzudenken. Was möchte ich erreichen und warum möchte ich das erreichen? Und ganz wichtig ist, dass man nicht nur materielle Dinge vor Augen hat. Das heißt, nicht nur das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben, sondern auch, wie man selber sein möchte. Weil viele Menschen beziehen immer nur dieses Geld. Die sehen beispielsweise, jemand hat viel Geld und stempeln den als eine Person ab.
So denken richtig viele Menschen. Viele Menschen denken, der ist reich, der muss irgendwie Leute abgezogen haben. Das ist ein Verkäufer, der muss Leute abgezogen haben, sonst würde er nicht das Geld machen. Und von diesem Mindset muss man ein bisschen abkommen. Und wenn man viel Geld machen will und irgendwann diese Person ist, die selber viel Geld hat, dann will man mit Sicherheit nicht die Person sein, von der man jetzt gerade denkt, wie diese Person ist. Das heißt, man muss sich selber darüber im Klaren werden, was man erreichen möchte und was man dafür tut. Und dass man sich selbst sicher geht, dass man auch den richtigen Weg geht. Weil es gibt in unserem Leben, werden uns immer wieder Abkürzungen vorausgesagt, Abkürzungen gegeben, aber diese Abkürzungen sind meistens sind es die schlechtesten Entscheidungen. Deswegen würde ich empfehlen, geh lieber den harten und anstrengenden Weg, weil das ist einfacher als Abkürzung zu gehen. Ich habe beispielsweise, ich habe tausende Beispiele, wo ich in meinem Leben schon Abkürzungen genommen habe. Ich sehe das Ganze immer, wenn ich Abkürzungen nehme und dann damit auf die Fresse fliege, sehe ich das Ganze immer als ein Mittel oder als eine Bestätigung, dass es der falsche Weg war, dass es falsch war, eine Abkürzung zu gehen. Und das bringt mich dann darauf, dass lieber der harte Weg einfacher ist im Endeffekt, weil diese Abkürzung, die bringen uns irgendwann, schlagen die uns wieder zurück. Ob wir unser Geld illegal machen, ob wir Leuten vertrauen, wo wir wissen, denen kann man eigentlich nicht so vertrauen. Seid vorsichtig, schreibt euer Warum auf und dann habt ihr auch ein Ziel. Und das Wichtigste ist, dass ihr euch an eure eigenen Grundregeln haltet. Für mich beispielsweise die allergrößte Regel, das Allerwichtigste in meinem Leben für mich ist Loyalität. Wenn ich beispielsweise beste Freunde habe, ich würde meinen besten Freunden niemals in den Rücken fallen. Ich würde meiner Familie niemals in den Rücken fallen. Und ich habe da natürlich Prioritäten, wie überall im Leben. Beispielsweise meine Familie steht von der Priorität Loyalität am weitesten oben. Meine besten Freunde zählen natürlich auch mit in diese Loyalität mit rein. Und das finde ich ist auch das Wichtigste, sich auf seinen besten Freund oder auf seine besten Freunde verlassen zu können und gleichzeitig denen auch das Gefühl zu geben, dass sie sich auf dich verlassen können. Und dass du dich nicht nie wieder meldest, weil du eine Freundin hast, dass du dich beispielsweise, dass du denen nicht irgendwas erzählst. Wenn du irgendwie eine krasse Idee hast oder irgendwas mega cooles, dann erzählt man das seinen Freunden und die Freunde freuen sich für einen und reden einem das nicht schlecht. Weil wenn ihr Freunde habt, wenn ihr beispielsweise irgendeine geile Vision habt und ihr erzählt euren Freunden davon und die sagen, ah, mach das nicht, viel zu hohes Risiko, dann sind das nicht eure wahren Freunde, weil die wahren Freunde geben euch Loyalität und stehen hinter euch. Jetzt bin ich komplett vom Thema warum abgewichen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit sagen wollte. Ich grüße ganz herzlich Max in diesem Video. Der hat mir vorhin geschrieben, das hat mich sehr motiviert, dieses Video aufzunehmen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, Leute.